Ich werde heute versuchen, Ihnen so in etwa 20 Minuten einen Überblick zum Ablauf des Unfalls zu geben. Dazu will ich Ihnen zunächst nochmal ganz grob was zu Grundlagen der Reaktortechnik sagen, die Anlage Fukushima beschreiben, auf wichtige Punkte des Ereignisses eingehen und dann was zum heutigen Zustand und den nächsten Schritten in der Anlage beschreiben, bevor dann mein Kollege Christian Küppers Ihnen was über die radiologischen Auswirkungen macht. Ich möchte noch mal was zu den Grundlagen der Reaktorsicherheit sagen. Die Reaktoren in Fukushima waren sogenannte Siedewasserreaktoren. Siedewasserreaktoren heißt, wir haben es hier mit einem Reaktortyp zu tun, bei dem hier in den Brennelementen die Energie durch Kernspaltung erzeugt wird. Wir haben einen Wasserdampfkreislauf hier. Das Wasser, das durch diese Pumpen in den Reaktorkern befördert wird, siedet beim Durchgang durch den Reaktor, deswegen das Wort Siedewasserreaktor. Der entstehende Dampf wird über Rohrleitungen auf eine Turbine geleitet. Die Turbine treibt einen Generator an, der Generator produziert den Strom, der dann ins Netz eingespeist wird. Natürlich kann nicht die gesamte Energie über die Turbine und den Generator in Strom umgewandelt werden. Ein gewisser Teil an Energie verbleibt einfach im Dampf und muss deswegen nach außen abgeführt werden. Dazu gibt es hier einen Kondensator. In diesem Kondensator muss die Wärme an einen zweiten Kühlkreislauf nach außen abgegeben werden, an den Fluss, an den Kühlturm oder bei den Anlagen in Fukushima Daiichi ans Meer. Zwei Drittel der Energie, die bei der Kernspaltung entstehen, werden hier über dieses Kühlwasser nach außen an die Umgebung abgeführt. Was passiert jetzt, wenn man einen Reaktor abschaltet? Dann ist natürlich nicht Schluss, also die Energieproduktion hört leider bei der Kernspaltung nicht spontan auf, sondern durch den radioaktiven Zerfall der entstandenen Spaltprodukte wird noch über sehr lange Zeiträume signifikant Energie freigesetzt. Ich zeige Ihnen hier die drei Kurven für die Nachzerfallsleistung in den Reaktoren Block 1, 2 und 3 am Standort Fukushima Daiichi. Block 1 ist etwas leistungskleiner als die anderen beiden Blöcke, deswegen liegt diese rote Kurve niedriger als die anderen beiden Kurven, die deutlich übereinander liegen. Der Maßstab hier unten ist, wir beginnen am 11. März und das geht hier etwa ein halbes Jahr bis Größenordnung 11. September 2011. Die Einheit hier auf der linken Seite sind Megawatt, es geht also hier bis 10 Megawatt hoch. Unmittelbar nach der Abschaltung eines Kernreaktors werden noch etwa 6,5% der thermischen Leistung, die im Volllastbetrieb entsteht, frei. Nach einer Stunde fällt die Leistung auf etwa 1,5% ab. Und wie wir hier sehen, Fukushima Daiichi, drei Monate nach der Abschaltung, hier so um den 1. Juli herum, liegt dann der kleinste Block bei etwa einem Megawatt thermischer Leistung. Was heißt das, wenn ich einen Megawatt thermischer Leistung an die Umgebung abführen muss oder in entsprechend größere Werte unmittelbar nach der Abschaltung? Dazu ein paar Zahlen. Der Block 1 in Fukushima Daiichi hat eine thermische Leistung von 1380 Megawatt. Das heißt, nach einer Stunde fallen ca. 22 Megawatt thermische Leistung an. Um diese 22 Megawatt Leistung nach außen abzuführen, muss ich ungefähr 30 Tonnen Wasser pro Stunde verdampfen. Das heißt, ich muss 30 Tonnen Wasser in den Reaktordruckbehälter einspeisen, die dort verdampft werden, um diese anfallende Wärmemenge abzuführen. Nach einem Tag habe ich dann noch etwa 11 Megawatt, dann muss ich noch etwa 15 Tonnen Wasser pro Stunde in den Reaktordruckbehälter fördern. Etwa drei Monate nach dem Ereignis, 1. Juli 2011, habe ich eben diese etwa 1 Megawatt, 1000 Kilowatt. Auch dann bedeutet das, ich muss immer noch etwa 1,4 Tonnen Wasser pro Stunde in den Reaktordruckbehälter befördern, um die entstehende Nachzerfallsleistung abzuführen. Was passiert, wenn ich das nicht tue? Dann heizen sich meine Brennelemente auf, meine Brennstäbe auf. Das kommt dann zunächst mal zu chemischen Reaktionen. Also die Brennstäbe bestehen aus einem Metallhüllrohr, das den Brennstoff einschließt. Dieses Metallhüllrohr reagiert mit dem Wasserdampf, der entsteht, oxidiert. Durch diesen Oxidationsprozess entzieht es dem Wasserdampf den Sauerstoff und übrig bleibt dann Wasserstoff. Wasserstoff kann, wenn es dann wieder mit Luftsauerstoff gemischt wird, explodieren, was ja auch einen wesentlichen Beitrag zu diesem Ereignis geleistet hat. Wenn sich die Brennstäbe dann noch weiter aufheizen, fängt irgendwann das Hüllrohr an zu schmelzen, später die Brennstoffmatrix anzuschmelzen, bis es dann eben zu der sogenannten Kernschmelze, also einer Zerstörung des Reaktorkerns kommt. Das ist also das große Problem. Wenn ich einen Reaktor abschalte, muss ich eben auch noch über sehr, sehr lange Zeiten eine Kühlung des Reaktorkerns gewährleisten, um die Anlage beherrschen zu können. Wie ist die Anlage in Fukushima aufgebaut? Das Bild haben Sie vielleicht auch damals schon gesehen oder kennen es aus der Presse in der Zwischenzeit. Die Anlage besteht aus 6 Reaktoren. Hier oben stehen 2 Reaktoren, hier unten stehen 4 Reaktoren. Das ist der Block 1, hier 2, 3, 4. Hier oben die neueren Blöcke 5 und 6. Vor den Reaktorblöcken hier stehen die Maschinenhäuser, in denen Turbine und Generator stehen. Hier unten ist der Hafen und das hier sind
Kühlwassereinlaufbereiche, also hier wird das Kühlwasser entnommen, von dem ich vorher gesagt habe, das muss im Kondensator den Dampf runterkondensieren, um die Abwärme abzuführen, aber eben auch eine Abschaltung des Raptors wird über diese Einlaufbauwerke Wasser entnommen, um die Nachwärme letzten Endes ans Meer abzuführen. Was man ebenfalls sehen kann, ist, die Anlage ist hier über diese Mauern, über diese Wellenbrecher gegen Wellen, insbesondere dann auch Tsunamiwellen, im Prinzip nach außen hin geschützt. Hier ein Querschnitt durch einen solchen Reaktorblock, die wesentlichen Elemente, die man hier sieht, im inneren Rot der Reaktordruckbehälter, etwa auf dieser Höhe im Reaktordruckbehälter befindet sich dann innen drin der Brennstoff. Hier gelb, etwas schwerer zu sehen, ist eine Druckkammer, also im Prinzip nochmal ein zweiter Stahlbehälter, der den Reaktordruckbehälter gasdicht einschließt. Das soll dazu dienen, wenn ich einen Kühlmittelverlust, Stefan, habe, das Kühlmittel aufzufangen oder wenn Radioaktivität freigesetzt wird, die Radioaktivität eben in diesen gasdichten Behälter einzuschließen. Außerdem habe ich hier unten so ein torusförmiges Stahlgebilde, das zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Das enthält so 1,5 bis 2.000 Kubikmeter Wasser. Dieses Wasser dient dazu, erstmal als Wärmespeicher zu fungieren. Wenn ich also meinen Reaktor abschalte und weiter Nachzerfallswärme entsteht, dann leite ich die nicht mehr nach draußen ins Maschinenhaus, sondern diese Nachzerfallswärme wird über den Dampf, der entsteht, hier in diesen Torus geleitet. Der Dampf wird dort kondensiert und auf die Art und Weise zunächst mal die Wärme aus dem Reaktordruckbehälter rausgeführt. Außerdem erkennbar hier oben im vierten Stockwerk dieses Gebäudes das Brennelement Lagerbecken. Wenn der Brennstoff verbraucht ist, nach etwa 3 Jahren Einsatz im Reaktor, wird er aus dem Reaktordruckbehälter entnommen und hier oben im Brennelement Lagerbecken gelagert, bis er einige Jahre noch abgeklungen ist und dann im Behälter verfüllt werden kann. Hier nochmal ein Querschnitt, wo man die einzelnen Elemente vielleicht etwas besser sieht. Wie gesagt, der Brennstoff befindet sich hier im Reaktordruckbehälter. Der Reaktordruckbehälter ist dieser Behälter hier. Rot eingezeichnet ist der Sicherheitsbehälter, der komplett gasdicht sozusagen, das hier alles einschließen soll, um Kühlmittel und Radioaktivität einzuschließen. Und hier unten, wie gesagt, die Kondensationskammer, in der ich einfach eine große Wasservorlage habe, die als Wärmesenke zur Zwischenspeicherung von Wärme dient. Was ist jetzt bei dem Ereignis passiert? Sie alle wissen es, am 11. März gegen 14.46 Uhr japanischer Zeit kam es zu einem schweren Erdbeben der Magnitude 9,0 auf der Momentmagnitudenskala. Etwa 250 Kilometer vor der Küste, vor der japanischen Küste, also beziehungsweise etwa 250 Kilometer vom Standort Fukushima Daiichi entfernt, hat sich die pazifische Platte unter die eurasische Platte geschoben. Es kam dadurch am Standort zu schweren Erdbebenerschütterungen, allerdings muss man hier dazu sagen, die Anlage ist natürlich gegen Erdbeben einer bestimmten Stärke ausgelegt gewesen. Jetzt war dieses Erdbeben natürlich deutlich größer als das, was man typischerweise für die Auslegung einer solchen Anlage unterstellt, aber es war natürlich auch weit entfernt von der Anlage. Die kritische Größe, auf die es dann in der Anlage ankommt, sind Beschleunigungswerte, also die Anlage wird geschüttelt und man misst dann die Beschleunigungen, mit denen eben die Gebäudestrukturen bewegt werden. Man hat bestimmte Auslegungswerte, die hier in dieser Tabelle stehen, die einem sozusagen angeben, wie hoch kann diese Beschleunigung, diese Erschütterung sein. Und hier links stehen die entsprechenden Werte, wie sie gemessen wurden im Standort der Anlage. Und man sieht an diesen 3 gelben Kästen, an 3 Bereichen in der Anlage waren die gemessenen Werte und Erschütterungen etwas größer als die sozusagen bei der Auslegung unterstellten Werte. Aber jetzt auch nicht entscheidend viel größer oder nicht so sehr viel größer als die Auslegung, sodass die Anlage dieses Erdbeben erstmal einigermaßen gut überstanden hat. Vor dem Erdbeben waren die Blöcke 1 bis 3 im Leistungsbetrieb. Der Block 4 war in Revision. Alle seine Brennelemente waren aus Brennelementlagerbecken entladen. Die Blöcke 5 bis 6 waren ebenfalls in Revision. Hier befanden sich die Reaktorkerne, allerdings im Reaktordruckbehälter, und die WE-Becken waren nur mit alten Brennelementen. Nach dem Erdbeben kam es zu 2 wesentlichen fundamentalen Ereignissen, sage ich mal. Es kam zu einer Schnellabschaltung aller Reaktoren, das heißt, die Leistungsproduktion durch die Kettenreaktion wurde unterbrochen. Das soll so sein, wenn es zum Erdbeben kommt, durch die Erschütterung wird eine Schnellabschaltung ausgelöst, die hat in allen Reaktoren, also in allen 3, die in Betrieb waren, funktioniert. Das 2. wesentliche Ereignis durch das Erdbeben war, dass großflächig das Netz, also die externe Stromversorgung des Kraftwerks, unterbrochen wurde, weil einfach Strommasten eingestürzt sind durch Verrutschungen und Landrutschungen. Was bedeutet das, wenn der externe Strom ausfällt? Ich habe vorher gesagt, wir müssen die Anlage lange kühlen. Zum Kühlen brauche ich natürlich Pumpen. Die Pumpen sind auf Strom angewiesen. Das heißt, ich muss irgendwoher Strom haben, um Notkühlpumpen betreiben zu können. Wenn mein externes Netz weg ist, kann ich das nicht von außen beziehen. Die Reaktoren sind außerdem natürlich abgeschaltet worden, produzieren also selbst keinen Strom mehr.
Ich brauche also Notstrom-Dieselaggregate, die ich in der Anlage habe, die anlaufen müssen, um mir meine Pumpen und meine Sicherheitssysteme mit Energie zu versorgen. Das hat auch zunächst funktioniert, also 14.46 Uhr laufen Notstromgeneratoren an, Sicherheitssysteme springen an und stabilisieren die Anlage im sogenannten Hot Standby, das heißt erstmal auf gleichbleibende Temperatur und Druck wie im Leistungsbetrieb, nur die Leistungsproduktion ist unterbrochen. Was sind die wesentlichen Systeme, die zu diesem Zeitpunkt gebraucht werden? Das eine habe ich eben schon gesagt, die Notstromsysteme. Wir haben hier nochmal einen Schnitt durch das Reaktorgebäude. Das ist dieses hier, der Reaktordruckbehälter, der Sicherheitsbehälter, die Kondensationskammer. Neben dem Reaktorgebäude steht das Maschinenhaus in Richtung Meer, hatte ich Ihnen vorher auf der Karte grob gezeigt. Und im Maschinenhaus sind diese Notstromdiesel hier, Diesel A, Diesel B untergebracht. Und es gibt noch Batterieräume, die eine sogenannte unterbrechungslose Stromversorgung, insbesondere von Instrumentierung und Überwachungseinrichtungen, sicherstellen sollen. Das Problem, auf das ich hier gleich hinweisen möchte, hier sind entsprechende Höhenlinien eingezeichnet. Auf dieser Höhe war der Meeresspiegel. Das heißt, das Anlagengelände selbst war bis auf etwa 10 Meter Höhe aufgeschüttet. Die Dieselgeneratoren, die Batterieräume, viele Stromverteilungsanlagen befanden sich jedoch in den Kellern der Maschinenhäuser. Das heißt, deutlich niedriger als dieses 10 Meter Niveau, sodass sie dann später vom Tsunami entsprechend überflutet werden konnten. Ich habe gesagt, mein Reaktor ist abgeschaltet, produziert keine Leistung mehr, außer der Nachzerfallswärme, aber die muss ich aus den Reaktoren abführen. Wie mache ich das? Hier ist der Reaktordruckbehälter, hier im Inneren wird nach wie vor die Wärme erzeugt, Wasser verdampft, der Dampf baut einen hohen Druck hier in diesem geschlossenen Behälter auf. Was mache ich mit diesem Dampf? Ich führe ihn über Ventile runter in diese Kondensationskammer, also in die Wasservorlage. Dort wird der Dampf kondensiert und auf die Art und Weise der Druck kontrolliert. Also der Druck wird konstant gehalten bei 70 Bar typischerweise. Das kann ich über solche Ventile kontrollieren. Dadurch verdampft aber natürlich Wasser hier in diesem Behälter. Das Wasser muss ich ersetzen. Wie mache ich das? Bei den Blöcken 2 und 3 habe ich das mit diesem Hochdruckeinspeisesystem hier auf der rechten Seite gemacht. Wie funktioniert das? Es entnimmt Dampf aus dieser Leitung, treibt damit eine Dampfturbine an und kondensiert den Dampf danach ebenfalls in dieser Wasservorlage. Und die Dampfturbine treibt eine Pumpe an. Die saugt aus dieser Kondensationskammer und pumpt Wasser hier in den Reaktordruckbehälter rein. Das Ganze ist also ein geschlossenes System. Ich lasse Dampf entweder über diese Sicherheitsventile oder über diese Turbine hier in die Kondensationskammer. Und die Dampfmenge, die verloren geht, pumpe ich über diese Pumpe als Wasser wieder zurück in den Druckbehälter. Das geht so lange gut, wie ich hier unten Wasser habe, das kalt ist. Aber ich führe jetzt natürlich die ganze Zeit meine Wärme einfach nur aus dem Reaktordruckbehälter in diese Wasservorlage. Die heizt sich auf, irgendwann fängt sie an zu sieden, das Wasser verkocht und es baut sich jetzt in meinem Sicherheitsbehälter, der jetzt hier nicht eingezeichnet ist, dann mittelfristig ein hoher Druck auf. Da komme ich aber gleich noch zu. Was ich also gesagt habe, jetzt nicht erschrecken, das sieht jetzt sehr kompliziert aus, aber im Prinzip ist nur der Teil hier unten relevant. Dieses Wasser heizt sich auf. Was muss ich also machen? Ich muss es kühlen. Wie kühle ich dieses Wasser? Ich führe über diese beiden Pumpen das Wasser über einen Wärmetauscher und lasse es dann wieder hier lang zurück in diese Kondensationskammer strömen. Also einfach ein Kreislaufbetrieb über zwei Pumpen und über einen Wärmetauscher. Und hier außen habe ich Pumpen, die mir mehr Wasser durch diesen Wärmetauscher pumpen und das Wasser fließt wieder zurück ins Meer. Solange ich also mehr Wasser zur Verfügung habe und diese Pumpen betreiben kann, kann ich die Wärme aus dieser Kondensationskammer abführen. Ich brauche mehr Wasser und ich brauche Strom für diese Pumpen. Im Block 1 habe ich noch ein besonderes System, das ist sozusagen nochmal besonders clever, weil es ist weitgehend passiv. Das funktioniert einfach nur so, dass ich hier Rohrleitungen habe, über die der Dampf hier über einen solchen Wärmetauscher strömen kann durch eine Wasservorlage. Dabei wird der Dampf abgekühlt und strömt dann als abgekühltes Wasser über diese Rohrleitung wieder zurück in den Reaktordruckbehälter. Da muss ich also gar nicht pumpen, sondern es passiert sozusagen wirklich passiv über den Dampfdruck, drückt sich das Wasser hier durch diese Rohrleitung hindurch, wird dabei durch diese Wasservorlage hier außen gekühlt, fließt wieder zurück in den Reaktordruckbehälter. Alles, was ich machen muss, ist, ich muss diese Armaturen hier aufmachen und ich muss hier gegebenenfalls Wasser nachfüllen, wenn mein Wasser hier außen die Wärme sozusagen aufgenommen hat und verdampft, dann müsste ich das sozusagen nachfüllen. So, jetzt etwa eine Stunde nach dem Erdbeben, beziehungsweise 45 Minuten nach dem Erdbeben, gibt es leider ein zweites durch das Erdbeben ausgelöstes Ereignis, den Tsunami. Der Tsunami erreicht an dem Standort Fukushima Daiichi Wellenhöhen, die berechnet wurden, etwa 13 bis 15 Meter. Ausgelegt war die Anlage gegen Wellenhöhen in dem Bereich 5,6 bis 6 Meter. Das heißt, die jetzt
anbrandenden Wellen sind erheblich größer als das, wofür die Anlage ausgesehen war. Das Wasser überfließt, also diese Wellenbrecher, die hier im Vorfeld der Anlage waren, strömt auf das Anlagengelände und überflutet den gesamten Anlagenbereich. Diese Bilder haben Sie vielleicht auch irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Hier befinden wir uns hinter den Reaktorgebäuden. Man sieht hier, wie das Wasser einströmt, hier bis zu mehreren Metern Höhe zwischen diesen Gebäuden dann steht, irgendwann zurückfließt. Man sieht hier, wie Autos senkrecht an den Wänden der Gebäude eingeklemmt sind. Also hier wird das gesamte Anlagengelände massiv überschwemmt, das Wasser unten die Gebäude an, überschwemmt sie als technisch wichtige Einrichtungen, insbesondere die Notstromgeneratoren, die elektrische Energie versorgen. Hier ein Bild zur Überflutung des Anlagengeländes. Von oben im Prinzip Blick auf das Reaktorgebäude. Das hier ist der Block 1, der Block 2, der Block 3, der Block 4. Hier drüben die Blöcke 5 und 6. Hier auf dieser Seite ist sozusagen die Meerseite. Hier sind diese Kühlwassereinlaufbauwerke. Und die Farbkodierung, die Sie hier sehen, gibt Ihnen an, wie hoch stand das Wasser in den entsprechenden Bereichen. Rot bedeutet, Sie haben etwa 10 Meter Wasserstand. Blau bedeutet, Sie haben noch etwa 3 Meter Wasserhöhe. Es geht hier bis 0 Meter. Das heißt, die Reaktorgebäude selbst hier stehen bis etwa 3 Meter unter Wasser. Hier vorne im Bereich der Kühlwassereinlaufbauwerke, wo Kühlwasserpumpen stehen, haben Sie etwa 10 Meter Wasser stehen. Das führt natürlich im Ergebnis dazu, dass Ihnen zum einen die kompletten Kühlwasserpumpen versagen, die also mehr Wasser hier in diesen Bereichen eingesaugt haben und in die Maschinenhäuser bzw. in die Reaktorgebäude gefördert haben, um dort die Wärme aufzunehmen und ans Meer abzugeben. Das heißt, Sie haben kein Wasser mehr, um die Wärme nach draußen zu befördern. Zum Zweiten dringt Wasser in die Maschinenhäuser ein, überflutet die Kellerräume und die komplette Stromversorgung fällt aus. Und das ist hier nochmal besonders wichtig, es fallen nicht nur die Notstromdiesel aus, die wichtige Pumpen mit Wechselstrom versorgen, sondern es werden auch die Batterieräume und viele Schaltanlagen überflutet, sodass Sie letzten Endes auch in den Anlagen 1 und 2 sofort, in der Anlage 3 erst etwas später, keinen Batteriestrom mehr zur Verfügung haben. Das heißt, Ihre komplette Steuerungs- und Leittechnik fällt in entscheidenden Teilen aus, Beleuchtung fällt aus, Telefon fällt aus, also alles, was Sie sozusagen eigentlich noch brauchen, um wenigstens Notfallmaßnahmen durchzuführen, steht Ihnen nicht mehr zur Verfügung. Was Sie jetzt nur noch machen können, ist, ich habe vorher gesagt, Sie haben hier den Reaktordruckbehälter, Sie führen die Wärme jetzt entweder noch über diese dampfgetriebenen Pumpen in diese Kondensationskammer. Damit heizt sich die Kondensationskammer auf, das Wasser verdampft irgendwann, durch das verdampfende Wasser entsteht hier im Sicherheitsbehälter ein hoher Druck. Was Sie jetzt nur noch machen können irgendwann ist, den Sicherheitsbehälter nach außen aufmachen, also hier Ventile öffnen, um dann Dampf über einen Kamin nach außen an die Umgebung abzulassen, bevor der Druck im Inneren so groß wird, dass Ihnen der Sicherheitsbehälter versagt. Auch hier hatten Sie das Problem, dass Sie für den Betrieb dieser Armaturen Batteriestrom oder Druckluft brauchen, die einfach nicht mehr zur Verfügung standen. Das heißt, es war hier massiv schwierig, diese Reaktoren nach außen aufzumachen, hier den inneren Druck abzubauen, um dann später von außen über Feuerlöschpumpen, nachdem Sie hier innen drin auf einen niedrigen Druck abgesenkt haben, von außen über Feuerlöschpumpen dann Wasser in das Innere der Reaktordruckfelder hineinverlegen können. Also all diese Systeme gehen Ihnen im Prinzip durch den Verlust der Stromversorgung, durch die Überflutung von Kühlmittelpumpen verloren. Die Konsequenz davon habe ich jetzt ganz schnell sozusagen auf dieser Folie zusammengefasst. Im Block 1 haben Sie den Verlust der Kühlung im Prinzip direkt durch die Überflutung des Tsunamis. Bereits zu diesem Zeitpunkt fällt dieser Isolationskondensator, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, aus. Warum fällt er aus, werden Sie jetzt sagen, der war doch passiv, da muss ich doch eigentlich gar nichts machen, außer die Armaturen sozusagen aufzumachen. Das Problem war, dass dieser wohl offensichtlich so geschaltet war, dass bei einem Ausfall der Stromversorgung die Armaturen standardmäßig in Zustellung gehen sollten. Ich kann Ihnen nicht erklären, warum, besonders logisch finde ich das nicht, aber es war offensichtlich so. Der hat sich jedenfalls selbst abgesperrt, es stand damit im Block 1 unmittelbar eine Stunde danach für etwa 14 Stunden keinerlei Einspeisung von außen in den Reaktordruckbehälter mehr zur Verfügung. Rechnungen haben ergeben, dass eine Kernzerstörung etwa 20.30 Uhr am Abend des 11. März bereits begann. Der Kern ist wahrscheinlich im Block 1 praktisch vollständig zerstört und in Teilen wahrscheinlich auch aus dem Reaktordruckbehälter ausgetreten und in den Sicherheitsbehälter hinuntergefallen. Dabei habe ich vorher schon erzählt, werden auch große Mengen Wasserstoff produziert, die wahrscheinlich durch den hohen Druck im Sicherheitsbehälter dann durch Undichtigkeiten aus dem Sicherheitsbehälter ins Reaktorgebäude ausdringen konnten. Und es kommt dann am 12.03. um 15.36 Uhr zu einer ersten Wasserstoffexplosion, die dieses Stockwerk 5 des Blocks 1 zerstört. Im Block 3 läuft die Kühlung des Reaktordruckbehälters noch für, gut zwei Tage, sage ich mal, bis zum 13.03. 2.46 Uhr. Dann fällt dieses Hochdrucksystem mit der dampfgetriebenen Turbine, das ich Ihnen vorher gezeigt habe,
aus, wahrscheinlich einfach wegen dem mechanischen Versagen. Es dauert dann etwa 6,5 Stunden, bis man von außen über Feuerlöschpumpen Wasser in den Reaktordruckbehälter einspeisen kann, weil man Probleme damit hat, den Druck im Inneren abzusenken, um in Niederdrucksystem hier einspeisen zu können. Etwa ab 9 Uhr kommt es auch hier zur Kernzerstörung und am 14.03. um 11 Uhr kommt es auch in diesem Block zu einer schweren Wasserstoffexplosion. Nochmal einen Tag später in Block 2 dann dasselbe Spiel. Auch hier irgendwann geht eben diese Hochdruckeinspeiseturbine kaputt. Hier geschätzt etwa 13.25 Uhr. Auch hier dauert es wieder etwa 6,5 Stunden, bis man von außen eine Niederdruckeinspeisung bewerkstelligen kann. Auch das ist nicht schnell genug und nicht ausreichend genug, sodass es auch hier ab etwa 8 Uhr zu einer Zerstörung des Kerns kommt. Auch hier werden massiv Mengen Wasserstoff freigesetzt, die allerdings in diesem Fall wahrscheinlich nicht zu einer Explosion in Block 2 geführt haben, wahrscheinlich weil sie dann auch abgegeben werden konnten. Gut, Kernzerstörung habe ich schon gesagt, das sind aktuelle Annahmen von TEPCO, wie wahrscheinlich der Zustand in Block 1 aussieht. Man geht also davon aus, dass der Kern komplett geschmolzen ist, in Teilen durch den Raptordruckbehälter durchgeschmolzen ist und hier unten auf das Betonfundament im Inneren des Sicherheitsbehälters gefallen ist und dort im Moment eben von Wasser, das man jetzt von außen einspeist, gekühlt wird. Das war dann die Anlage einige Tage nach dem 11. März. Block 1, das fünfte Stockwerk zerstört, Block 3 schwer zerstört, Block 4 durch eine Wasserstoffexplosion ebenfalls schwer zerstört. Danach werden eben eine Fülle von Maßnahmen ergriffen, erstmal Wasserabfuhr durch Hubschrauber, Wasserwerfer, Feuerlöschfahrzeuge. Man kämpft dann darum, eine externe Stromversorgung wiederherzustellen. Man kann dann langsam die Wassereinspeisung in die Reaktordruckbehälter stabilisieren. Man versucht dann die Containments wieder zu inertisieren, damit es nicht zu weiteren Wasserstoffexplosionen kommen kann. Inertisieren heißt, man speist Stickstoff in die Reaktorsicherheitsbehälter ein, damit Wasserstoff nicht mit Sauerstoff reagieren kann. Also wenn man nur eine Stickstoffatmosphäre hat und Wasserstoffgebinde wird, hat die keinen Sauerstoff und kann nicht zu Explosionen kommen. Man inspiziert dann die Reaktorgebäude, zum Teil mit Personal, vorwiegend aber mit Robotern. Aufgrund der hohen Strahlungswerte im Inneren der Gebäude kann man eigentlich nicht wirklich hinein in die Gebäude. Man dekontaminiert das Anlagengelände, baut Einhausungen. Man hat große Mengen an hochkontaminiertem Kühlwasser in den Kellern stehen, die man jetzt speichern und dekontaminieren muss. Und schließlich wird das Ereignis in das INES Level 7 eingestuft, in dem bislang nur die Anlage in Tschernobyl, das Ereignis in Tschernobyl eingestuft wurde. Jetzt noch zwei Folien zum heutigen Zustand und den nächsten Schritten, dann bin ich auch durch. Heutiger Zustand, wie gesagt, man muss davon ausgehen, das ist von TEPCO so jetzt mittlerweile auch mehr oder minder offen zugegeben, dass es zu schweren Kernschäden in den Blöcken 1 bis 3 gekommen ist, dass die Reaktordruckbehälter alle drei Blöcke mindestens beschädigt sind, das heißt undicht sind, die Sicherheitsbehälter haben Undichtigkeiten, das heißt, es kann Wasserdampf und Radioaktivität aus den Sicherheitsbehältern in die Umgebung dringen und Wasser läuft in die Kellerräume. Die Reaktorgebäude der Blöcke 1, 3 und 4 sind hochgradig zerstört durch die Explosionen. Es ist nach wie vor eine kontinuierliche Einspeisung von Kühlmittel, mehrere Kubikmeter pro Stunde, erforderlich, um eine Kühlung der Reaktoren aufrechtzuerhalten. Und die Brennelementlagerbecken, in denen eben auch noch große Mengen an Brennelementen lagern, werden zurzeit über den geschlossenen Kühlkreislauf über Wärmetauscher gekühlt. Und wie soll es weitergehen aus Sicht der Betreiber? Zunächst mal muss man die Reaktorgebäude selbst jetzt stabilisieren, einfach durch bauliche Maßnahmen, um zu verhindern, dass sie durch Erdbeben oder bei den jetzt in der Zukunft zu ergreifenden Schritten einsturzgefährdet sind oder es nochmal zu Zerstörungen kommen kann. Als ein erster Schritt ist dann geplant, den Brennstoff aus den Lagerbecken zu bergen. Also dieser Brennstoff ist ja noch weitgehend intakt, also nicht zerstört. Das heißt, diese Brennelemente will man in Behälter verpacken, um sie dann sozusagen von der Anlage entfernen zu können. Dazu muss man aber natürlich die Reaktorgebäude so weit stabilisieren und dekontaminieren, dass man dort überhaupt arbeiten kann, Krananlagen aufbauen und so weiter und so fort. Geschätzter Zeitraum dafür sind etwa 10 Jahre. Danach muss man den Brennstoff aus den Reaktordruckbehältern, aus den Sicherheitsbehältern bergen. Dazu muss man die Sicherheitsbehälter selbst reparieren, sie mit Wasser fluten, Sicherheitsbehälter und Reaktordruckbehälter öffnen und dann den Brennstoff fernhantiert bergen und in Behälter verpacken. All das natürlich unter den Bedingungen dieser massiv zerstörten Reaktorgebäude und der hohen Strahlungswerte in den Reaktorgebäuden, wenn sie heute noch vorfindet. Zeitschätzungen dafür liegen bei etwa 30 bis 40 Jahren. Mein Fazit an dieser Stelle: Wir hatten mit der Anlage Fukushima Daiichi den zweiten katastrophalen Unfall, das ist die Bezeichnung für die höchste Einstufung in INES 7, den zweiten katastrophalen Unfall nach Tschernobyl. Grundsätzlich, das wissen wir schon immer und wir haben es jetzt sozusagen wieder gesehen, sind Unfälle in allen Kernkraftwerken weltweit möglich.
Hier war es ein gravierender Auslegungsfehler, dass man nicht erkannt hat, dass deutlich höhere Tsunamis möglich sind, als man sie bei der Auslegung zugrunde gelegt hat. Aber jede Auslegung hat grundsätzlich Grenzen und man hat auch in dieser Anlage wieder gesehen, auch nach 40 Jahren Betrieb hat man eben einfach Dinge übersehen, nicht berücksichtigt und stellt eben erst im eigentlichen Ereignis dann fest, wo die Probleme wirklich liegen. Und auch trotz Tschernobyl, also gerade dieser Bereich der Notfallmaßnahmen, den man in Westeuropa, aber auch in Japan intensiv nach Tschernobyl eingeführt hatte, also Maßnahmen, die genau für solche schweren Unfälle noch greifen sollen, haben hier alle, also weitgehend alle, versagt aufgrund von Defiziten sowohl in der Technik als auch in der Organisation.